Jo, Leute, was geht? Euer Schützenfuzu hier zu einer neuen Runde. TFT, Set 3, let's go. Wir gehen hier mit einem AP-Item, wenn wir es kriegen, am besten mit der Saya. So, also obwohl die Leona wäre vielleicht besser gewesen. Ich habe ja nebenbei noch mit einem Energy gepimpelt, das muss ich erstmal wegwischen noch. Weil ich habe ja gerade einen Kong Strong, jetzt mache ich Negativwerbung, passt auch. Ich habe hier einen Kong Strong, reif mir die Dose. Und von der Konsistenz her ist die Dose vom Material irgendwie nicht so stark wie nur so eine Monsterdose. Ich habe erstmal ein bisschen rumgeschwappt damit. Also, geschmacklich ist es halt okay, ne? Aber von der Dose her gleich mal Minuspunkte. Ich habe mich gerade echt erschreckt. Ich wollte noch einen Schluck sippen hier für das Game und ja, ging dann nicht. Aber jetzt kann ich endlich. Da kommt auch direkt unsere zweite Saya. Total gut. Morello ist auch wieder fertig. Eigentlich ist das schon wieder ein Rebellen-Game, ne? Es ist eigentlich schon wieder ein Rebellen-Game, aber ich möchte halt nicht Rebellen-Games auf meinem YouTube-Account spammen. Ich sehe aber noch eine andere Strat. Die hau ich mal raus. Mache ich mal so. Behalte die aber trotzdem mal auf der Hand. Oh, ich könnte auch. Ich habe auch noch eine andere Strat, die ich sehr gerne spiele. Aber da muss ich halt auch Units hitten und die ist auch sehr beliebt. Die vier Frontkämpfer. Vier Mystic-Variante, die vier Frontkämpfer, vier Kosmisch-Variante, so wie man halt, so also wie die anderen Morello ziehen und alles, ne? Wenn ich sehe, jemand baut hier im Early schon Morello und will dann Rebellen gehen, hat einen Aurelion stehen, dann brauche ich das nicht. Da will ich auch lieber vier Mystics gegen haben, mal schauen. Am besten ist sogar, wenn ich noch ein AP-Item ziehe, dann weiß ich auf jeden Fall, wohin ich will, in welche Combo. Aber ja, mal schauen. Alter, die Leonen brauchen so lange. Hilfe, Plural bilden. Aber egal, wir machen das mit dem Pluralbilden auch so weiter. Das wird mich, glaube ich, komplett verfolgen. Führe ihm mehr. So, ich stelle drauf. Doppel Caitlyn. Ich bin gerade echt unzufrieden mit meinem Early Game, obwohl ich eine Leona Two-Star da vorne habe. Die ich auch unbedingt für meine Combo brauche. Weil ich würde auch gerne einen Mordekaiser finden früh. Also ein Early Mordekaiser ist unser Win. Das ist unsere Win-Con. Ich weiß ja auch nicht, ob ich Infiz dazu spielen will. Eigentlich möchte ich dazu dann auch Mech-Pilot spielen, wegen Fizz. Und da bin ich auch noch nicht so gut drin in der Combo. Da weiß ich nicht genau, wie man die am besten performen sollte. Ja, wahrscheinlich mit Lifesteal auf Shaco, ja, soweit bin ich auch, aber ich weiß nicht, wo meine Levelfenster sind. Ich weiß nicht, was ich genau hitten möchte. Also, na klar, hier. Das möchte ich hitten. Oh, wartet mal. Das machen wir erstmal. Das ist unser Early Game. Mal schauen, wo das noch hinführt. Die vier Units könnte ich alle verkaufen und aufleveln, bringt mir rein gar nichts. Sehr stark. Nee, aber so ein Kass. Das Spiel baitet mich, ne? Da müsste ich hier. Die hau ich schon mal raus. Und die hau ich raus. Jetzt nehme die hier mit. Weil wenn ich. Oh, ich könnte in die Combo versuchen zu gehen. Könnte ich reinschiften. Ich nehme erst Frontkämpfer mit den Infills. Und dann shifte ich rüber in Mech-Pilots. Und ich möchte Stufe 6 das Game machen, würde ich sagen. Und danach nur noch rollen. Und alles Three-Star hitten. Ich glaube, das ist meine Strategie, die ich fahren muss. Und ob ich jetzt. Jetzt brauche ich gar keine Winning Streak unbedingt. Schön wäre es natürlich zu gewinnen, aber. Brauche es, glaube ich, nicht. Ne, ich tue es auch nicht. Wo ich eigentlich dachte, Fiora Two-Star und Chrono ist jetzt nicht stärker als mein Feld, aber. Nehmen wir mal so hin. Ich dachte, mein K6, der macht hier Remi Demi, aber K6 hat gesagt nein. Gibt kein Remi Demi. Der Damage ist auch sehr, sehr gut verteilt auf unserem Feld. Zwei Poppys nehmen wir mit. Die Saga nehme ich doch erstmal wieder mit. Das finde ich auch super, dass ich so verkaufe und so direkt wieder kommt. Aber egal. Ich könnte auch eine Kaiser Carry spielen, glaube ich, ne? Aber ich glaube, das ist nichts. Ich glaube, Kaiser Carry ist nichts. Fühle ich jetzt nicht so. Also ich könnte halt einen Morello dann bauen und ich vermutlich mal Seraph. Zwei Seraphs könnte ich bauen. Oder einen Seraph und dann noch ein Nuns Echo oder einen Handschuh oder irgendwie sowas. Bzw. Handschuh Hand of Justice, ne? Irgendwie sowas vielleicht, aber. Kaiser fühle ich vielleicht nicht so. In Set 1 fand ich sie cool. Mit Jinx zusammen. In der Brawler-Kombo, das habe ich hoch und runter gesuchtet, also wirklich, das habe ich gespammt bis keine Ahnung wohin. Ich habe ja erst, ich weiß gar nicht, im September oder im Oktober, oder zum Ende, lol. Was? Wo kommt der? Kam der von einem anderen Feld geflogen?
Kam der von einem anderen? Ja, Hilfe? Wo kam dieser Pfeil her? Hilfe? Hatte ich auch noch nicht, bis jetzt. Wundert mich auch ein bisschen. Aber hey, Spiel kann machen, was es will, ne? So, wir haben vorne die Frontkämpfer, wir haben hinten unsere Assassins. Darf man noch Assassins sagen? Es sind ja keine mehr, ne? Es sind ja jetzt Infiltrator, das merkt man daran, dass sie gerade springen und nicht diagonal. Weiß ich auch irgendwie. Ich weiß nicht, wie man die am besten positioniert, um ehrlich zu sein. Weil sie springen halt schön mittig hier hinten. Viele Leute stellen, glaube ich, da noch ihre Units hin. Ich hoffe auch mal, dass ich gewinne. Ja. Springen nach hinten und teilen. Oh, sie teilen sich super auf. Die Ash-Ulti kann meine Tanks treffen, das wäre nicht so schön. Hauptsache mein Kha'Zix da hinten ist fein. Der will nämlich die Caitlyn rausnehmen, bevor sie ultet, genau. Und meine Kaiser nimmt die Ashe raus. 1A. Jetzt müssen nur noch die Tanks gemacht werden. Ah, dass er Dings da mein Kha'Zix sitzt, das ist nicht so schlimm. Hauptsache er schnappt zu. 10 Gold, fein. Und wir haben unsere Units. So. Wenn ich hier ein Gunblade baue. Was möchte ich daraus noch bauen? Oh, Crit-Handschuhe. Okay, ich möchte einen Crit-Handschuh spielen. Die Runde. Gutes Item an der Stelle. Nee, also. Am besten auch ein 3 Gold. Okay, die haben sie alle rausgenommen. Nehmen wir die Annie damit. Ich weiß auch nicht, was will ich denn für ein Crit-Item auf einen. Was für ein Crit-Item möchte ich denn auf einen Garen stehen haben vorne? Welches Crit-Item möchte ich da haben? Ich überlege gerade. AP-Crit könnte ich bauen. Auf den Garen. Aber der one-shottet eh. Ja. Eigentlich möchte ich da nicht mit nichts bauen, ne? Ich glaube, ich verkaufe die. Und wenn ich gewinne, bin ich fein. Und wenn ich verliere, verkaufe ich die Pop. Verkaufe ich den K6? Ich weiß nicht, ob ich den 3-Starren möchte. Wie viele Leute gehen denn noch in die Richtung so ungefähr? Wie viele haben denn schon Infils? Der hat keine in. Doch, der hat hier so einen Kleinkram halt. Den er eh nicht spielen wird. Das ist eine Caitlyn. Oh, ich könnte hier, glaube ich, ein Infill-Game hinlegen. Ich muss halt, Stufe 3-2 wahrscheinlich All-In dafür, aber wenn der All-In funktioniert, bin ich fein. Ich weiß halt auch nicht, Trapclaw möchte ich eigentlich auch nicht bauen. Aber ich glaube auch nicht, dass ich hier gewinnen werde. Oder doch, die Saya mache ich und dann muss ich den Morde machen. Dann bin ich fein. Ja, und der Kha'Zix, der Fokus, die Poppy. Passt. Obwohl meine Leona ist tanky genug. Meine Leona hält die ganze Zeit den Mordekaiser auf. Alleine. Sehr gut. Ja. Gewinne mit allen 4 Units. Doch so stark. Haben halt nur die erste Runde einmal verloren. Die ist halt unwichtig, ne? Kann man zwar dann keine 100% Run mehr oder 100 Leben Run mehr machen, aber hey. So können wir damit auch leben. So, jetzt geht es wieder darum, die Poppy zu verkaufen oder nicht. Oder den Kha'Zix. Schwierig. Ich überlege auch, ob ich für die Golem-Runde aufleveln muss. Kann halt meine Assassins alle nach hier stellen. Ich würde sagen, ich stelle sie sogar erstmal nach hier so. Aber die meisten Leute stellen sich links in die Ecke, ne? Und die beiden stelle ich so ein bisschen nach hier. Die sollen die Gegner nach rechts rüberziehen und meine Assassins sollen links die Action machen. Gucken, ob das klappt. Ja, oder der geht einfach Rebellen und hat eine Fiora-Tooster. Der macht mich auf jeden Fall. Da kann ich die Poppy eigentlich schon verkaufen. Mein Kha'Zix-Fokus ist jetzt auch nicht so der beste gewesen. Aber nimmt mein Kha'Zix den mit? Ja, den nimmt er wenigstens noch mit. 30 Gold haben wir. Poppy ist jetzt eh nicht unsere Unit, die wir eigentlich fertig haben wollen. Eigentlich wollen wir die Leona dann auch raushauen. Wenn wir mal unsere Mech-Peile ziehen würden. Aber wir ziehen einen zweiten Kha'Zix. Ich glaube, ich level hier auf. Ich stelle hier einfach mal die ganzen Kha'Zixen hin, wenn man das so sagt. Und stelle die so hin. Dann wird die Poppy von dem Golem direkt zerschreddert. Und die anderen drei Units, die können halt mit dem hier Spaß haben. Ich glaube, die springen einfach diesen einen Golem da um und Happy Birthday. Also so der Plan. Let's see. Mal gucken, wie die Umsetzung ist. Bei Golem-Runde habe ich immer noch Respekt vor, weil ich immer noch nicht weiß in dem Patch hier, wie stark sind sie. Okay. Die Fokus halt kompletter Bullshit. Aber hey, ich habe den Infill-Buff, OP. Für die Kha'Zix. Oh, den will ich haben. Den dürfen wir nicht verkaufen. Müssen wir aufpassen. Und dann will ich noch einen Fizz haben.
Der Fist ist halt mein Hard Carry. Oh, ich kann einen Gunblade ruhig bauen. Und dann sogar noch einen Guardian's Angel. Uff. Mein Shaco wird OP. Und da ist noch ein K6. Und eine Popi und ein Shaco. Okay. Ich glaube, ich baue einen OP-Shaco auf. So, warum nicht? Ich gebe ihm ein Gunblade. Und ein Guardian's Angel. Und die restlichen Sachen behalten wir erstmal. Dragon's Claw wäre noch geil, glaube ich. Dragon's Claw bräuchten wir auch noch. Aber ich glaube, jetzt pokern wir langsam zu hoch. Also der Fizz, den zu hitten, der wird halt wichtig im nächsten Level sein. Hätte jetzt halt auch Poppy und Leona komplett vorne aufgeben können, aber ich würde gerne versuchen, so wenig Leben wie möglich zu verlieren. Aber ich kann ihm mit Stufe 6 schon die komplette Kombo stellen. Ja, ne, doch. Ist eine Stufe 6 Kombo. Ich habe gerade nochmal überlegt. Ich muss halt nur den Fizz hitten. Fizz ist halt über alles, ne? Einfach nur ein Fizz treffen, da habe ich alle meine Units, die ich brauche und bin glücklich. Natürlich noch geiler wäre später ein Echo, aber auf den spielen wir mal nicht. Wir wollen auch den Shaco restarten. Wir haben erst einen. Hier finde ich das mit den Assassins auch fast schon mit besser, doch. Erst mochte ich es nicht so hier auf dem Patch. Aber ich muss sagen, Assassins gefallen mir doch langsam. Wir nehmen alles mit, was zu unserer Combo passt. Shaco. Na? Zack und zack. Und Kaiser drauf und die raus und für die gerollt. Noch eine Annie. Also Annie's Three-Star könnte man halt versuchen zu holen, ne? Das Problem ist halt, mir fehlt der Fizz. Wenn ich einen Fizz hätte, bin ich fein. Ansonsten bin ich halt, ja, mit der Frontline hier erstmal unterwegs. Fizz carried mich halt hart, ne? Das macht mir meine 4 Infill und meine 3 Mecha-Pilots. Im Mecha-Pilots hätte ich vielleicht auch das Guardian's Angel ruhig geben können. Aber mein Shaco ist halt mein Hard Carry und der Garen sollte halt trotzdem lang genug tanken. So die Strat. Mein Shaco soll halt, ja, auch das ganze Spiel halt überleben, wie man sieht. Oh, geht der hin? Wo geht der hin? Okay. Aber ja, er gewinnt mir das Spiel wenigstens. Obwohl mir immer noch einer fehlt. Ja, hier ist wieder nur so eine hier, ne? Ein Fizz wäre schon wichtig. Kaiser ist wichtig. Da ist nichts wichtig. Da ist noch ein Shaco. Dafür gebe ich auch den Rumble auf. Hauptsache Shaco 2. Und jetzt fehlt halt nur noch der Fizz. Und ich weiß nicht, wie viel gehen noch Mech-Pilots? Der hat keine Mech-Pilots, der hat keine Mech-Pilots, der hat keine. Da sind keine vertreten, da nicht, da nicht. Und da auch nicht. Also ich bin der Einzige, der auch Mech-Pilots haben will. Ich glaube, wir müssen uns das wieder hochsparen. Ich glaube, das ist jetzt unsere neue Strat wieder. Wir sparen uns einfach hoch. Und hoffen mal, ich weiß nicht, was will ich auch in den nächsten Karussell mitnehmen. Ich habe einen Crit und ein Leben-Item. Mit dem Leben-Item kann ich eine Zephyr bauen. Ich könnte versuchen. Ich will eigentlich ein MR-Item mitnehmen. Damit ich eine Dragonsclaw bauen kann, eine Zephyr im Notfall bauen kann, im Notfall ein QSS bauen kann. Einfach nur, vielleicht kann ich damit sogar meinen Shaco richtig tanky machen, wenn der noch Magieresistenz hat. Also reicht er ja, also reicht es halt nicht aus, ne? Er macht zwar guten Schaden, aber nicht genügend. In der Drachenklaue könnte sich das ändern. Und halt als Three-Star, aber den muss ich jetzt wirklich hitten. Oh, oder wir nehmen Krittern schon mit. Damit kann ich mit der Attack-Speed einen Infill bauen, ne? Ja, doch. Wir könnten auch hier eine Spatula mitnehmen. Also, ihr sollt auf jeden Fall eine übrig bleiben, weil nicht alle immer Spatulas geiern. Naja, gut, wenn ich eine Spatula nehme, nehme ich die Jinx, ne? Jungs, wo seid ihr alle? So, das AP-Item ist auch weg. Das Einzige, was ich nehmen könnte, wäre das AD-Item. Da könnte ich eine KDU mitbauen. Ja, doch, wir bauen die KDU lieber auf dem Shaco, glaube ich. Ich glaube, der Shaco mit ein bisschen mehr Schaden könnte ganz gut sein. Kann ich hier nachlesen, was der kann? Was die können? Nee, ne? Schade. Können wir hier die Buffs angucken oder was? Bullshit. Bringt mich die App nicht mehr weiter. So. Angriffsschaden, versuchen die Fähigkeit dann immer einen kritischen Treffer. Gewährt 100% kritischer Trefferschaden. Let's go. Ah, komm, wir rollen es nochmal für den Fizz. Der muss ja hier zu finden sein, oder? Da ist noch ein Shaco. Ah, die Annie will ich auch nicht hitten. Annie's Three-Star wäre zwar auch cool in der Kombo, aber Shaco's Three-Star ist wichtiger. Ich würde sogar hier gerne einen K6 Three-Star mitnehmen. Kaiser Two-Star würde ich gerne mitnehmen. Also, wir haben noch Sachen vor.
Die Rumble in die Frontline da ist auch nicht gut genug. Auch nicht für drei Infills, also wir brauchen den Fizz. Aber jetzt macht mein Shaco halt One-Shots des Todes. Zack. Ah, komm, lass dich fokussen, genau, zack. Ja, er snackt auf jeden Fall zu, am besten noch mit 4, mit einem 4er Buff, 80% zusätzliches Angriffstempo, zurückgesetzt bei Killbeteiligung, OP. Ah, Mann, ich will doch nur einen Fizz treffen. Also, der muss halt kommen, der Fizz. Der kommt nicht. Ich hoffe, jetzt habe ich nichts weggerollt neben dem Shaco, weil ich nichts anderes gesehen habe, habe ich gleich weitergerollt. Hätte ich mir vielleicht ein bisschen Zeit lassen sollen. Aber ist okay. So, also ich weiß nicht. Ich finde mich in der Runde hier noch relativ stark. Aber mal schauen, wo das Ganze noch hingeht. So, nach der Runde. Also ich nehme gerade alle Runden, die ich jetzt hier habe, hintereinander weg auf. Drei Stück. Und ich sehe gerade, ich gehe langsam auch in Richtung niedrigen Blutzucker. Weißt du, das ist die letzte Aufnahme, die ich jetzt auch erstmal mache. Weil danach werde ich, also man, vielleicht versteht man mich jetzt sogar schon schlechter. Danach wird man mich aber gar nicht mehr verstehen können. Dann nusche ich alles weg. So. Shaco, wie wär's? Du musst mal langsam anfangen. Krit sie mal langsam alle weg. Ja, mein Shaco hat fast das perfekte Item mit. Ich weiß nicht, ob man fürs Guardians Angel was Besseres nehmen kann. Aber ich glaube, die anderen beiden Sachen sind Pflicht. Also es fühlt sich auf jeden Fall so an. Okay. Macht er die? Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Hard Carry. Hard Carry. Sehr, sehr schön. Wir nehmen irgendwas mal mit. Komm, treff mal was. Na komm, wir wollen doch nur treffen. A6. Doppel-Annie, ey. Also die Annie ist Restart, jetzt baitet sie mich, ne? Aber wir nehmen den Bait nicht an. Also ein 3-Star K6, uff. Der wäre, glaube ich, echt gut dabei. Also, die sind eh nicht so geil. Ist das hier stärker? Also, außer natürlich, ich habe einen 3-Star jetzt gleich, ne? Aber wir testen jetzt mal ein bisschen rum, ob drei Shakos mehr machen als, das. Let's see. Ah ja, auch nicht wirklich. Oh, die beiden Annies nehme ich mit. Attack Speed. Hätte ich mal den Spaten genommen, ne? Mit dem Attack Speed Item. Okay, wir gehen die Annie weiter. Wir nehmen den Bait an. Kann ich irgendwas treffen? Also ein bisschen verarscht mich das Spiel, glaube ich, auch. Ich weiß hier auch immer noch nicht, was stärker ist. Die Shakos oder K6. Ich glaube, die K6 so. Dass ich lasse jetzt jeden woanders reinspringen. Und ich hoffe einfach nur, dass es klappt. Überlege auch, wen könnte ich denn mit einer Spatula noch zu einem Infill machen? Ding ist halt, dass ich meinen Fist nicht ziehe. Also Fist tut mir halt echt weh. Hätte ich vielleicht auf Stufe 6 nicht versuchen sollen. War dumm. Hätte man klüger machen müssen mit Stufe 7 wahrscheinlich. Aber ich will halt auch den Shaco hitten und deswegen will ich auch eigentlich nicht aufleveln. Mein Shaco macht halt erst Schaden, wenn ich den Fist mit drauf spiele. Wenn ich jetzt immer weiter rolle, gehe ich halt... Oh, da ist er. Gehe ich halt komplett pleite, aber egal. Jetzt mir gegönnt, so. Verkaufe ich den K6? Nee. Save ich mir das? Ja. Weil hier ist auch noch eine Annie. Wir gehen für die 3-Star Annie. Wir nehmen jetzt gleich den Pilot hier mit. Dann brauche ich halt... Ja genau, ich brauche nur noch einen K6 gegen ihn austauschen. Ja, 3-Star K6 sollten wir jetzt schon gehen, ne? Jetzt haben wir schon 8 Stück. Haben wir auch, glaube ich, zwischendurch mal unseren Interest kaputt gemacht. Dafür sollten wir ruhig weitergehen. So, dann sind wir nächste Runde OP. Dann können wir danach Gold sparen. Weil sie noch die einzige, der einzige Spieler, der in die Kombo möchte. Alle anderen kaufen ihre Units für ihre Kombos auch weiter weg. Das heißt also, es kommen mehr Shakos für uns rein. Und unser Shaco geht dann jetzt gleich echt stark. Style, genau. Die Kombo. So. Genau, springen wir hin. Oh lol, wo er hinspringt, der Troll. Aber er one-shottet. Alles gut. Er ist voll drinne. So, gib mir den. Wollen wir gleich nochmal weiter, ne? Ne, wir sollten sparen. Diesmal wirklich. Dieses Mal wirklich. So, den Shaco lass mal mittig reinspringen. Die Kaiser ist halt leider eins geblieben. Die wollte nicht getoastert werden. Das tut mir auch ein bisschen weh, aber
Das ist nicht das Schlimmste. Was für Garen-Items möchte ich denn bauen, ne? Ein Trapclaw möchte ich zum Beispiel, glaube ich, nicht bauen. Das fühle ich nicht so. Was möchte ich vielleicht denn noch bauen? Mit einem AP-Item Morello. Auch nicht so krass. Also schon gut, ne? Aber... ich will meinen Garen vielleicht tanky gestalten. Vielleicht sollte ich echt mal eine Dragon's Claw versuchen zu kriegen. Ich weiß halt nicht, warum mein Garen da auch oben reingehuckt wird. Als ob das schon... als ob das Spiel versucht, mich hier zu ärgern. Aber ach so, stimmt. Ne, mein Garen kann ja nur gehuckt werden von Blitzwing, weil die anderen hinten in seiner Backline stehen, ne? Oder wenn er... wenn er hinten im Blitzwing steht. Obwohl, hat er den ja hinten stehen? Eigentlich hätte er doch eine Assassin, die Kaiser, die hier hinten reinspringt, hucken müssen. Aber egal, anderes Thema. Da beschäftige ich mich jetzt nicht mit. Oder ich nehme noch einen Fizz mit. Ich nehme noch einen Fizz mit, der hat ein Item. Damit bin ich glücklich. MR-Item ist zwei Stück da links. Mal schauen. Weiß halt nicht, nee, der Fizz bringt mich eigentlich auch nicht weiter. Das Attack-Speed-Item bringt mich nicht weiter. Das MR-Item, das AP-Item halt, ne? Oh, ich darf ja noch gar nicht. Die Rüstung. Oder das AD. Oh. Nehme ich erstmal das AD mit. Ich könnte ja vielleicht noch eine KDU bauen. Ja. Okay, wir nehmen den Fizz mit. Und stellen ihn auch erstmal so drauf mit dem Item. Dann fehlt uns nur noch ein Fizz und dann verbauen wir eine Warmox auf den Garen. Ist mir egal. Irgendwie müssen wir es ja machen. Hier ist noch ein zweiter Shaco. Sehr schön. So, jetzt fangen wir wieder mal an, so ein bisschen zu sortieren. Das reicht eigentlich schon von der Sortierung her. Wir könnten ja die Warmox bauen, aber wir warten auch noch die nächste Runde ab, die nächste Mob-Runde. Aber Shakos Restar wäre sehr, sehr lecker. Kha'Zix's Restar dazu, Kaiser vielleicht endlich mal Twister, Fizz Twister, Annie's Restar. Das sind halt alles so Dinge, wenn wir die alle kriegen, wäre cool. Geht irgendwas Sternvernichter? Der geht Blaster, der hier geht Rebels. Rebels, Rebels, und Rebels. Uff, zu viele Rebels-Spieler. Da können wir halt echt Glück haben hier, wenn wir das hier gut hitten mit unserer Combo. Ich weiß halt echt nicht, wie man die noch richtig spielt, ne? Also ich versuche jetzt einfach Shaco zu freestylen. Ich glaube, das ist richtig. Ansonsten habe ich es halt verkackt. Ja, Shaco, bitte. Ja genau, bleib unsichtbar. Ah, geh hin. Du musst nur einmal hitten, oder? Oh, Lucian Hard Counter. Mein armer Shaco. So, aber ich möchte, glaube ich... Ah, möchte ich rollen? Möchte ich nicht rollen? Ich glaube, ich spare jetzt so lange. Ich bin halt noch Stufe 6, ne? Das ist halt schwierig, aber ich muss halt hitten. Dann spare ich mal ein bisschen Gold wieder hoch. Damit wir erstens die Units dann treffen können. Wir Gold haben, weil mit 10 Gold treffen wir jetzt eh nichts. Kha'Zix vielleicht und Fizz. Aber den Rest werden wir nicht treffen. Für den Kha'Zix ist es sogar noch gut, dass wir noch nicht aufgelevelt sind. Ja, wir haben uns gut HP gesichert. Ich weiß nicht, wie wir das geschafft haben. Ich dachte eigentlich, dass ich im Early schlechter bin. Ich sag mal so, wir haben auch 4 Runden verloren, aber 4 Runden haben uns jetzt nicht so doll wehgetan. Sprengmeister Jace. Was hat der vor? Was hat der vor? Ist das gut? Oh, mein Garen ultet nicht. Also mein Garen braucht unbedingt langsam Items. Mein Shaco sollte auch mal ein bisschen mehr machen. Ich weiß nicht, wie ich den stärker kriege. Oh, die Fizz-Ulti kommt sehr gut. Oh lol, mein Shaco kriegt den nicht weg. Der macht den nicht fertig, schau es dir an. Ich dachte, der macht hier alles easy tot, aber... Lol. Der an dem Mordekaiser hat er sich die Zähne ausgebissen. Der wollte nicht sterben. Wie baue ich hier am besten weiter? Welcher, also mit Units auch. Welches möchte ich noch mit Stufe 7 draufstellen? Sprengmeister könnte ich mir auch holen mit Gangplank. Dann bräuchte ich aber Stufe 8. Valkyrie mit einer Kayle. Oder Miss Fortune später. Brauche ich aber auch 8. Oder 7 mindestens für Kayle. Einen zweiten Zaubermeister für die Annie. Wäre Velkos. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Das könnte ich vielleicht auch spielen. Velkos, lol. Garen Auto Attack. Okay, ich möchte vielleicht doch eine Trapclaw bauen auf ihm. Oh. Ich kann auch mir einen Infill holen. Kann ich dafür einen Kha'Zix aufgeben, was viel geileres bauen? Hier rollen wir doch erstmal. Ich will mal gucken, ob ich irgendwas finde, wo ich mir so denke, die Unit als Infill, let's go Party. Die als Infill,
Dafür den K6 raus. Da war noch ein Schako, den habe ich übersehen. Oh mein Gott, jetzt war ich zu stark darauf geforst. Oder die hier halt. Ich glaube, ich mache sie hier eher zum Infill, ich weiß es noch nicht. Ich baue hier erstmal eine Trapclaw. Kann ich, da sollte ich das, glaube ich, nicht drauf fertig bauen. Und dann kann ich noch einen ZZ-Rod bauen. Gebe ich, glaube ich, auch irgendwie in meiner Annie. Aua. Wir sind halt immer noch Stufe 6. Muss ich auch mal dazu sagen. Alle anderen gehen zu hier spätestens Stufe 8. Ah, schwierig. Ja, jetzt kommt der K6 wieder. Hier ist noch ein Schako. Da wäre der Fizz. Da komme ich, tausche die beiden nochmal aus. Nehme den Fizz mit. Annie's Freestar. Hier gebe ich das. Der Annie gebe ich das hier. Das gebe ich dem Fizz. So, Valkyrie haben wir. Sehr schön. Den haben wir fertig. Ah, die hier werde ich nicht fertig kriegen. Dafür rolle ich lieber nochmal. Nichts gehittet. Oh, da hat einer Gangplank und Miss Fortune 2-Star. Ja, da möchte ich auch nicht gerne gegen spielen. Ich habe halt meinen Shaco nicht 3-Star bekommen, ne? Das könnte uns halt echt wehtun. Und jetzt muss ich muss auch irgendwann nochmal leveln. Ah, mal schauen, aber ob ich hier einen Aurelion spiele, wie viel ich gegen den machen kann. Wahrscheinlich gar nichts mit meinem Board. Nee, okay. Achso, der hat die beiden sogar gehittet. Okay, ich darf sogar gegen den spielen. Ja, ich freue mich. Ja, bei mir am Fass. Schadensanzeige, hallo? Und das Spiel nicht darauf klar, dass ich so wenige Units draufstehen habe, oder was? Ich will sogar weiterhin so viele draufstehen haben, nur bis ich meinen Shaco fertig ziehe. Wo ich es mir nicht selber schon verbaut habe, indem ich den eigentlich mitgenommen habe, ne? Und es gibt ja auch noch an mit seinem Board, oder was? Also der hat halt den Safe Win, ne? Der müsste noch einen. Hat der eine. Der hat eine Jinx drauf. Müsste ja noch eine Valkyrie spielen mit dem Blade Master und ein Blade Master Item kriegen. Blade Master schon Rebel-Item. Der hat kein Rebel-Item. Wird Rebel im Englischen auch mit einem L geschrieben oder Doppel-L? Naja, egal. Auf jeden Fall, wir kriegen hier gut aufs Maul, wie man sieht. Der Shaco carried nicht schnell genug. Und wir haben halt kein Echo, aber Echo ist jetzt halt auch nicht mehr unser. Also ist nicht das, was wir haben wollten. Wir wollten ja unsere Low-Cost-Units haben. Ein Valkyrien-Buff bringt uns auch nicht viel. Schade eigentlich. Ich dachte, wir wären stärker. So. Ich möchte haben den Gangplank als Sprengmeister. Ja doch, ich möchte den Gangplank hier haben. Und, ich verkaufe, glaube ich, die K. Ne, ich level auf, stell den auch noch mit drauf. Hab noch Sprengmeister-Kombo. Auch für den Garen. Weil das, oder? Die Werte Supermechs ergeben sich aus der Summe von Leben, Angriffsschaden und Attributen der Piloten plus drei ihrer Gegenstände. Der Supermecha stirbt, werden die Piloten herausgeschleudert. Sie erhalten 25 Mana und kämpfen weiter. Ja, aber jetzt level ich doch auf. Mit dem Gangplank ruhig. Wo ich dem gerne das Infill-Item gegeben habe. Naja, komm, machen wir es so. Da ist der nächste Shaco. Mal schauen, wie lange wir hier noch leben dürfen. Oh Mann, ich habe das auch nur zum Spaß gesagt. Ah. Du bist doch, der ist so OP gerade, ne? Die Jinx ist uninteressant für den. Der hat halt das Spiel safe, ne? Der hat das in der Hand. Eieiei, ey. Ne, ich schreibe nichts mehr. Dann ist mir das zu doof. Ey, ich habe nur goldene Kombos links an der Seite. Also ich habe alles nur fertig. Okay, es sind jetzt vielleicht nicht die krassesten Kombos, ne? Aber sieht schon schick aus. So, können wir davon ausgehen, dass ich gewinne? Ich glaube nicht, ne? Bin Shaco 3-Star, hätte ich vielleicht sogar echt 7 machen können. Fällt mir gerade auf, weil da habe ich doch viel höhere Chancen, ne? War sehr dumm. Meine Annie, carried die? Denkt die? Ne, hier carried keiner mehr. Ah, da wären wir als Sechster, ne? Wir haben alles gegeben. Schade drum. Oh, Fünfter. Fünfter ist okay. Können wir mit leben. Jetzt können wir nochmal schauen, was die anderen so hatten an fertigen Units. Der hier war halt komplett lächerlich mit seinem Aurelion. Der hier oben hat auch seine Cybernetics gehittet. Das heißt, die beiden werden sich gegenseitig boxen. Der Cybernetics-Spieler gewinnt wahrscheinlich sogar. Hier wollte auch noch einer Rebellen gehen, hat den Aurelio nur getroffen, eins und den Gangplank eins, der wird wahrscheinlich Vierter oder jetzt auch Dritter. Der hier unten ist auch. Also das ist klar, dass die Top 4 sind. Dass der hier vor mir rausgeflogen ist, ist halt ein Witz, ne? Okay, er hat halt einen Dario. Was hat denn der dazwischen? Okay, ist doch kein Witz.
Aber der hatte seine 6 Rebellen und halt Darius anstatt Gangplank oder was. Erstmal, das bringt ihn ja auch nicht weiter. Mordekaiser hat ihn auch nichts gebracht. Den verstehe ich nicht, warum er diese Units da noch hatte. Ja, hier unten hat einer, was hat der gespielt? Sternvernichter? Wollte zu Kronos reinbauen? Sehe ich jetzt auch nicht so ganz mit Frontkämpfern. Sieht aus, als ob es das machen könnte, aber war nicht stark genug. Und der hier unten hat halt nichts getroffen, ne? Schaut es euch an. Also das kann euch auch passieren bei Rebellen, eher unwahrscheinlich. Aber so gar nichts treffen, das tut halt weh, ne? Na gut, Leute. Ich würde sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut da rein und tschö. Tschö.